finden wir das Vorgewendemanagement. Die Vorgewendefunktionen können unterschiedlich programmiert werden. Entweder ich gehe über eine automatische Vorgewendeerkennung oder ich gehe über den Knopf. Hier kann ich einstellen, was sich ein- und ausschaltet. Wenn ich nun von dem Feld in das Vorgewende fahre, kann ich sagen, dass der Spritzbetrieb stoppen soll, die Ringleitung angehen soll, die Gestängehöhenführung in das Vorgewende-Management und die automatische Lenkung soll angehen.